Der Ford Mustang ist als erstes Ponycar eine amerikanische Legende. Dieses GT-Modell ist Schöne und Biest zugleich, wenn es seine ungezügelte V8-Power für beeindruckende Rundenzeiten auf die Hinterreifen überträgt. Gute Wahl. Hier erschaffst du dein bestmögliches Rennerlebnis, indem du den Schwierigkeitsgrad und das Regelwerk anpasst. Wenn sich deine Fähigkeiten am Steuer verbessern, erhöhst du den Schwierigkeitsgrad, um noch mehr Credits zu verdienen, mit denen du neue Autos kaufen kannst. Vor dem Rennen musst du einige Trainingsrunden fahren. Das ist deine Gelegenheit, dich mit dem Streckenlayout und dem Handling des Autos vertraut zu machen. Ich habe eine Zielzeit vorgegeben. Wenn du Probleme hast, diese Rundenzeit zu erreichen, solltest du vor dem Rennen. Fahrstil, Streckenbedingungen und Rennlänge sind Schlüsselfaktoren bei der Bestimmung unserer anfänglichen Kraftstoff- und Reifenstrategie. Wählen wir eine begrenzte Kraftstoffmenge und weiche Reifen für ein leichtes und schnelles Auto? Oder tanken wir voll und ziehen härtere Reifen auf, um erst später in die Boxengasse zu müssen? Die Teams müssen das Kosten-Nutzen-Verhältnis jeder Entscheidung abwägen. Wir sollten mit dem Setup experimentieren, um die beste Kombination für das jeweilige Rennen zu finden.